Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Wünscht aus der Region für die Region. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gerne. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind aus Schindellegi im Kanton Schweiz die Monika Nauer. Die Filters im Kanton St. Gallen ist Simona Rüttner daheim. Fabienne Isenegger wohnt in Ätischwil im Kanton Aargau. Das Oberbaum im Kanton Bern ist Melanie Ramser daheim. Von Dussnang im Kanton Thurgau kommt Dirma Schatt. Das solothurnische Laupersdorf ist das Daheim von Isabel Kamber. Und aus dem appenzellischen Enkenhütte kommt die Miriam Knechtle. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Die 6. Gastgeberin der Landfrauen ist dieses Jahr die Jüngste. Isabel ist 29 und wohnt mit ihrer Familie auf dem Martinshof. Die Eier kommen heute beim grossen Landfrauenessen auf Dauer. Zur Vorspeise mache ich bouchierte Eier. Genau. Und darum brauche ich jetzt die. Und das ist natürlich super, wenn sie schön frisch sind. Also das ist perfekt, natürlich. Im Boschi durch das Solothurner Land, wer weiss die Landfrauen, wie es Isabel gehen könnte? Ich denke, Isabel wird jetzt gleich ein bisschen nervös sein. Ich glaube, Isabel hat jetzt ganz fest Freude. Ich glaube, sie freut sich mega fest auf uns. Ich spüre ihre Freude. Aufgeregt noch nicht so, aber eine gewisse Anspannung ist schon da. So eben alles klappt, so, was muss ich noch wann machen, das ist jetzt so am meisten im Hinterkopf. Ja. Genau. Bei den Frauen ist der Hunger schon da. Ich hätte so Lust mal auf so richtig Soßenfleisch, so ein Voressen oder etwas. Könnte noch sein, dass sie das macht. Ja. Nicht Gratte. Gratte haben wir noch nie gehabt bis jetzt. Also wenn ich könnte wünschen, würde ich jetzt nicht auf eine Soßenfleisch gehen. Gar nicht. Das ist mir jetzt einmal im Moment zu warm. Vielleicht irgendein Kalbsplätzli, Rahmschnitzeli, so. Genau, aber selber knackte Nudeli haben wir noch nicht gehabt. Das wäre mega cool. Ja, mega fein, ja. Bingo. Jetzt sind hier gerade Kalbsnuss, ist das, vom eigenen Kälbli. Ich mariniere und dann gibt es Erdäpfelgratin dazu. Und dann so ein Gemüsebouquet aus Romanesco, Kohlräbli und Cherrytomaten. Beim Dessert sind sie sich einig. Ein Schokküchli. Hätte ich Lust zum Dessert? Ich hätte auch Lust auf ein Schokküchli. Den haben wir jetzt wirklich noch nicht gehabt. Wir warten schon lange drauf. Es gibt aber sicher auch irgendeine Creme oder etwas aus Milchprodukt, weil es ja milchwirtschaftlich ist. Ich denke, da kommt sicher ein Dessert. Kommt das sicher vor? Deshalb habe ich eine Himbeer-Joghurt-Torte gemacht. Und dann gibt es eine Himbeer-Glasse dazu und unten dran ein Merengue-Bödeli, wo ich die Glasse drauf tue. Yeah.
Das ist er. Von all denen. Das ist er. Genau. Liebe Landfrauen, schön seid ihr hier bei uns auf dem Hof. Ich habe riesen Freude. Genau, wie ihr es schon mitbekommen habt, das ist mein Mann, der Res. Dann haben wir hier die Jüngste, unsere, das ist Emily. Dann haben wir Sophie, die Ältere. Gell? Dann haben wir hier meine Eltern, meine Mami, Cecil, mein Papi, der Ernst. Und dann haben wir noch meine Küchenhilfe, Andrea. Genau. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hey, schaut, das Apéro ist eröffnet. Kommt hierher, genießt es und habt es einfach gut mit uns. Danke. Hey Bella! Hey, liebe Frauen, ich verschwinde jetzt mit Andrea in die Küche und wir sehen uns schon gleich wieder. Habt's gut, grüßt's noch und viel Spass mit dem Res. Danke! Tschüss! Tschüss! Zwei bis drei Tage pro Woche ist Isabel nicht daheim. Ich arbeite sehr, sehr gerne als Floristin. Also das ist für mich, auch als wir den Betrieb übernommen haben, das war für mich recht von Anfang an klar, dass ich diesen Beruf nicht aufgeben werde und weiterhin neben als Floristin arbeiten. Isabel ist auf dem Martinshof aufgewachsen. Vor 4 Jahren hat sie ihn übernehmen. Ich nehme noch Disteln, drei ist gut. Ja, das ist gut. Die Farbe noch. Ja, sehr schön. Das ist gut. Soll ich noch mehr machen von denen? Ja, ich glaube, kannst du noch einmal. Soll ich noch machen? Ja, ich würde noch ein paar machen. Das ist gut. Grüß dich auch. Grüß dich. Würdet ihr gerne noch in die Tore schauen oder soll ich euch etwas zeigen? Ich hätte gerne etwas Bleibendes. Etwas Bleibendes? Ja. Also, was zum Beispiel, wo gehen? Das wäre hier die Ceropegia. Die sind sehr pflegeleicht. Und vom Wasser her nicht zu viel. Also, wenn es auch mal so 2 Wochen, vielleicht alle 2 Wochen, ein ist ein klein. Genau. Und 10,50. So. Merci vielmals. Danke. Du machst diese Sachen. Du gehst dir Freude, du machst Schnittblumen, du machst Windlichter. Und wenn du das dann selber auch gerade noch verkaufen kannst und dann die Freude siehst in den Augen und du die Kunden so kannst zufriedenstellen, dass sie einfach zufrieden aus dem Laden gehen, das ist immer das Ziel. Und dann habe ich Freude und dann ist das Ziel erreicht und dann passt es. Genau. Am Mittag geht Isabel wieder heim und sorgt dafür, dass etwas Warmes auf den Tisch kommt. Hi. Hi. Ja, du bist eben gut. Ja, wie du bist. Die Küche ist ihres Reich. Also ich koche gut bürgerlich. Das kommt am besten an bei meiner Familie. Ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr ausprobieren, aber ich weiss, es bringt nichts. Also, ja, genau. Jetzt, Sali, Sali! Ist gut gesehen, in der Schule? Hä? Ciao. Hi. Hi. Was habt ihr gemacht? Nichts Spannendes. Das ist ja typisch. Und, hä? Der Ofen hat Isabella am Morgen getimt. Die Lasagne ist fast fertig. Sani, Sani, ist gegangen mit Maya? Ja, einigermaßen. Nass? Wie eine so. Aber wie viel hast du jetzt? Die 200 und 1300. Die Jüngste, Emily, fällt heute am Tisch. Sie ist auf der Kindschreise. Weil sie heute Kindsgeräte haben, immer nach der Kindsgeräte. Ja, du hast auch frei gehabt, auch nach der Schulreise. Einfache Menü ohne Shishi, so hat sie ihre Familie am liebsten. Bis jetzt
können wir nicht rennen. Aber ich sage es auch, wenn ich es nicht so gerne habe. Mhm. Dann sage ich, ja, das musst du nicht mehr machen. Guter Plan gewesen, aber eins ist gut. Ja, das stimmt. Pommes mir ja immer vorne dabei. Mhm. Sonst essen wir alles, gell? Auch wenn du Knoblauch machst. Knoblauch nicht ganz. Und Pfannkuchen. Aber schön ist alles, gell? Gell? Mhm. Mhm. Sehr überzeugend. Sophie ist wieder in die Schule. Isabelle hat Zeit für sich und für die Landfrauen. Das Laupersdorf muss sie eine Bestellung abholen für die Vorspeise von ihrem Landfrauenmenü. Hey, ich würde gerne das Kilo Spargel holen. Weißt du, was ich bei Mami bestellt habe? Ist das gut? Ja. Super, halten wir sie? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Hey, mega schöne. Perfekt. Danke vielmals. Gell? Schau da. Jetzt habe ich dir hier. So. Der Stress noch ins Kessel bei dir. Ist gut? Mhm. Hä? Tipptopp. Merci vielmals. Und einen schönen Tag noch, gell? Mhm. Tschüss zusammen. Also, tschüss. Am liebsten habe ich die Spargel einfach so. Weißt, ohne viel Schnickschnack und drumherum und verpackt und so. Einfach wirklich pur Spargel. Und der hat es einfach für mich am besten passt in die Vorspeise. Nicht zu fest verarbeitet, nur so ein bisschen gekocht. Und das ist am besten für mich. Genau. Wieder daheim sind auch schon Kinder in Sichtweite. Ich gehe zwischen ihnen abholen, Mädchen. Wenn sie, aber manchmal ist es auch so eine Überraschung, wenn sie es nicht wissen, dann haben sie auch noch Freude. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Hallo zusammen. Emily. Ciao, Sophie. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo. Und? Hey, wie war es? Gut. Deine erste Kindsreise. Soll ich den Rucksack nehmen? Machst du noch? Jesus Gott. Und? So viel sie kann, hilft Isabelle Andreas im Stau. Sie tränkt Kälber und macht manchmal auch ein Puzzle. Das ist eine Milchzentrifuge. Das ist wirklich einfach, dass du den Rahmen kannst gewinnen kannst. Also die Nidle, wie wir sagen. Und das ist eigentlich eine mega Sache. Also, bis ich es konnte, habe ich eigentlich schon ein bisschen Übung gebraucht. Und einfach als... Nachher hast du eigentlich Magenmilch, die hier rauskommt. Oder teilentrahmte Milch, würde sie es im Laden verkaufen. Und hier hast du dann die Nidle, die rauskommt. Genau. Nidle gibt es nur, wenn es auch Kälbli hat. Die Kuh Ghana ist kurz vor der Geburt. Die Isabelle und der Andreas packen mit an. Ja.
Was sind wir da? Hä? Und da noch so. Ja, du darfst ja gerade haben. Hä? Yes, Surprise, du. Super. Yes! Was ist es? Muni. Das Muneli. Das Muneli. Ja, recht. Aber sie hat auch Grosses, ja. Sechs Tage übertragen. Aber es ist gleich eigentlich gut gegangen. Aber eben so eine grosse Kalbrei hat man gleich noch. Darum mussten wir jetzt auch helfen, weil es jetzt schon anderthalb Stunden her ist. Ja. Aber ist, ja. Ja, es ist ein grosses. Also wirklich, also der hat so. Aber tipptopp. Super, ja. Die Kuh ist tot. Das Kälbchen ist gesund. Aufliegen, und das ist das Wichtigste. Isabel startet den Tag mit einem Eisbad für ihre Hänge. Ich bin eine, die immer mega warme Hänge hat. Und dann, wenn ich den Anker so weit habe, also dann wirklich muss ich die Hänge nehmen und kneten. Und ich ganz warme Hänge habe, dann habe ich dann alles an den Hängen und dann ist alles zerlaufen. Das ist die Nidle, die sie am Abend vorher aus der frischen Milch hat gewonnen oder eben zentrifugiert. Das hat einen höheren Stellenwert für mich. Also die eigenen Produkte so zu haben, zu sehen, was alles mit ihnen machen kannst, wie vielseitig es eigentlich ist, das ist etwas Schönes. Die Isabel am etwas machen, allein für sich, das kommt selten vor. Ich bin nicht gerne allein. Also ich kann auch sagen, der Res und ich sind wirklich gemacht, also ein bisschen zum Zusammensein, Zusammenarbeiten. Also das ist nicht irgendwie. Ich glaube, das wäre nicht so gut für uns, wenn er auswärts arbeiten und ich daheim. So. Also das würde, glaube ich, nicht so gehen. Weil er auch der Typ ist dafür, dass er etwas mehr muss haben und ich ihn. Und wenn ich weg bin, ist es immer so, wenn kommst du wieder? Und schon manchmal nur, wenn ich arbeite, ist es, ja, schaffst du wieder zwei Tage? Ja. Genau. Nicht weit weg von der Küche, ihr Werkstatt. Draussen, wenn man am Werken ist, ja, ich bin halt gleich auch viel allein am Testieren und dann bist du in der Arbeit drin, aber näher zu oben, wenn sie fort ist und so. Ja, dann haben wir dann schon. Ja, jetzt gerade, wenn sie hier fort ist für die Landfrauenküche, ist das schon etwas anders. Ja. Wir sind auch nicht gewöhnt und ich war eigentlich nie gerne allein. So. Eben, im Werken spielt es nicht so eine Rolle, aber näher. Wir sind schon gerne das Zweite, ja. Im unteren Teil des Hauses wohnen Isabel, ihre Eltern, Cecil und Ernst. Sie sind pensioniert. Hallo. Isabel. Ciao. Kommt's gut? Ja. Ja. Ich bin schon. Bin hier ein bisschen am Säubern. Ja. Hast du jetzt, gell, du hast jetzt Kopfsalat. Das ist schön gekommen, gell? Ja. Das ist ja so. Mensch, beim Essen habe ich eine Paare, weißt du? Habe ich auch rote? Wir haben ja gesagt, kann man mit deinen zwei Farben machen, gell? David, ja. Das ist dann gerade optimal in der Woche. Ich bin wirklich froh, dass meine Eltern den Garten noch machen.
Weil dann kann ich einfach, ich sage, mehr Zeit für meine Kinder, für am Rest zu helfen und dann noch das 40 bis 60 auswärts zu arbeiten. Da bin ich wirklich froh. Und sie können es auch besser als ich. Ja. Aber ich probiere möglichst viel aufzunehmen, als ich das auch einmal so gut kann. Wir sind, ja. Wir haben Freude am Garten, wir sind daheim, wir haben Zeit zum Schauen. Ich bin auch gerne drin, möglichst alle Tage, wenn es so ist, was wächst. Und, ja, das stimmt für uns. Ganz gut. Wenn etwas ist, können wir ein bisschen helfen. Aber einfach so, muss ich sagen, so voll reinschiessen, möchte ich schon nicht mehr. Dann könnte man hier so ein Dreier gespannt. Richtig gemischt. Du redest ja vom Sommersalat. Ja, und Blattsalat. So. Das ist ideal, wenn du so drei Sorten drin hast. Ja. Genau. Machen wir. Genau. Jetzt wissen wir es. Zu den Spargeln und dem pochierten Ei gibt es zur Vorspeise auch noch Blattsalat aus dem Garten. Dass Isabel die ist, die der Hof übernimmt, war lange nicht klar. Sie hat noch drei Geschwister. Okay. Was hast du da? Quark? Ja. Mit Quark. Merci, Frau. Bitte. Gut, bei dir. Das ist eine runde Vorgabe. Mhm. Jonas. Das hat auch jedes einen Beruf lernen. Und das ist eigentlich keine in die Landwirtschaft reingegangen. Und nachher hat sich so Sorge, als der Eis gerade ein Bauer könnte. Und das ist natürlich vielleicht eine Erleichterung gewesen, oder? Weil wohnen könnte ich mir vorstellen, wenn kein Bauer hat, wäre auch ein Pranger dazu gekommen, als sie hier gekommen wären. Ja. Aber für uns ist schon wichtig, dass man schon vorher studiert, nicht erst, wenn es so weit ist. Ich bin dann ja auch noch recht jung gesehen. Immer noch. Ja, merci vielmals. Und dann hat man manchmal schon vielleicht auch ein bisschen ja, Zweifel gehabt, nicht, aber ob du schon bereit bist für das und ob alles gut kommt und so. Aber ich hatte natürlich Freude gehabt, als wie alles so aufgegangen ist, wo man sich vielleicht schon ein bisschen erhofft hat, oder? Weil ich ja immer schon Interesse hatte, so am Hof. Für das Zusammenleben funktioniert, braucht es alle. Wenn man doch etwas tolerant ist und nebeneinander durchkommt und manchmal ein bisschen aus dem Weg geht, dann ist das kein Problem. Und bis jetzt ist es eigentlich ist gut gegangen. Aber ich kann nichts sagen. Ich finde, er hat es gut gesagt. Es hilft jedem, zu diesem Glück beitragen. Wenn jeder, eben, wie er sagt, tolerant, grosszügig ist und ein paar Menschen auf die Seite schaut, funktioniert das. Man darf einfach nicht auf eine Pinkelung tun. Ja. Stimmt. Aua. Noch ein Tag bis zum Landfrauenessen. Das ist der Biskuitboden von Himbeer-Joghurt-Torte, die es zum Dessert gibt. Ich habe die Himbeere mega gerne, sicher mal wegen dem. Und die Torte ist halt für mich einfach immer etwas Schönes. Ich finde ein schönes Tortenstückchen auf einem Teller finde ich einfach schon ein bisschen Hingucker. Ja, weder so in den Gläschen innen, finde ich noch etwas Spezielleres. Für die Creme mixt Isabel Vollrahm mit Vanillezucker, weißem Zucker und Zitronensaft. Gelatine kommt auch noch rein. Und Naturjoghurt. Die Gelatine muss einfach wirklich richtig verarbeiten, dass sie nicht zu heiß ist, dass sie nicht klumpt, dass sie
Wenn ich sie Creme tue, dass sie eben dort nicht eine ganze Masse und einen Klumpen hast. Oder dass du nicht kleine Klümpchen hast. Dass du genug erwärmen, aber nicht gerade kochen. Ja, das sind so viel. Aber ich mache immer so ein bisschen Handgelenk mobil, ich mache es einfach immer gleich und dann, ja, auch nicht nach Rezept. Also ich mache es immer so, wie es meine Mami mir mal gesagt hat und gelernt hat. Und das geht so. Ein bisschen von der Grundmasse wegnehmen, in einem Pfännchen wärmen, die Gelatine drin auflösen und per se wieder zurück zu der Grundmasse geben. Perfekt. Das ist gut. Zufrieden. Wie immer. Das ist die Hauptsache. Ich mache die schon noch etwas. Und dann kann man sich schon eigentlich. Nehmen wir noch ein Auf die Creme kommt ein Guss aus frischen Himbeeren gemischt mit Gelatine und Zucker. Bis die Landfrauen kommen, muss die fertige Torte kühlen, dass sie fest wird. Und schon geht es weiter zum nächsten Programmpunkt. Ciao! Hallo, hallo! Hey Isabelle, hallo! Hoi. Geht's? Ja, und selber? Tipptopp, merci! Gut! Oh. Hallo Sophie, hoi! Oh, mega schön! Sehr cool! Genau. Dort ist es. Hier, ja, genau. Und dann noch ein bisschen verschiedene Dekor. Aber wir schauen, was passt. Willst du die gerne? Lorena, Isabelle, ihre Chefin im Blumenladen, hilft bei der Dekoration des Esszimmers. Sophie, nimmst du dort schnell das Kerzenglas weg? Das? Ja, genau. Nicht so heben, aber schnell unten. Super. Stell es schnell an. Ja, bei den Blumen möchte ich schon ein bisschen auftrumpfen. Also ja, es ist ja einfach auch Berufsstolz, sagen wir es mal so, oder? Das gehört ja schon dazu, genau. Sehr schön. So. Also das Kleid, das ist meins. Und ich habe einfach, ich finde es schade, wenn das Brautkleid einfach einen Tag an hast und dann steht es einfach im Kasten und vergiss es dort. Finde ich, es ist ja etwas Schönes. Darum ist mir nicht die Idee gekommen, dass ich das einfach so da drauf tue und dann bei uns in die Stube stelle. Und seit wir geheiratet haben, steht das dort. Und es fällt auch immer allen auf. Es haben auch immer alle Freude, wenn sie es sehen. Ja. So. Kommt dann auch noch jemand anderes her, gell? Ist auf Warten. Geheiratet haben sie vor 7 Jahren. Hallo, hallo. So, hallo, alles. Kommt's gut? Hey, auch, kannst du es gerade sagen? Ja, super Sache. Und? Das bleibt hier. Ja. 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 Nein. Hier drumherum. Nein, das kommt dann jemand anders her. Ja. Ja, es hat das Plätzchen noch nicht, aber es kommt dann dort rüber. Wo dort her? Okay. Ja. Weil du musst ja hier durchlaufen. Mhm. Also weißt du, das kannst du ja wegdenken. Hier. So. Mhm. So. Das auch. Und dann kannst du hier durchlaufen. Ja. Ja. Zu deinen Frauen. Also. Gesponnige Sache. Ist gut. Aha. Dann kannst du servieren. Fühl dich frei. Halt. Das ist Grotte. Das Geschenk. Gau. Also mit Schau mal. Säulen. Gau. Lorena gemacht. Das hast du gut gemacht, Lorena. Merci vielmals. Auch schön. Ja, ja. Auch Freude. Super Sache. Und du hast ja hier genug Platz, und sonst können wir es dann noch etwas hinten tun. Ja, sie kommen nicht so. Nein, du bist ein schmaler Wurf, gell? No. Ist gut. Du willst nicht mehr zuhaben. Ja. Der Res hat noch nie serviert. Das bringt ihn aber nicht aus der Ruhe. Eben. Ja, das kommt gut. Wir sind zuversichtlich. Wenn nicht gerade etwas irgendwie am Boden fallen, aber ja, das ist halt so. Aber ich glaube, das bringt mir etwas auf die Reihe. Ja, wir geben uns Mühe. Aber alles kommt gut. Ja, nein, ich habe vollstes Vertrauen in ihn. Und ja, er soll es so machen, wie er es gut denkt. Genau. Bist du im Stall? Ich gehe in den Stall. Ja, super. Gut. Tschüss. Tschüss. Viel Spass. Ciao. Mach's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss, Lorena. So,
Herzlich willkommen hier bei uns. Wow. Im Messraum. Wow. Oh Gott. Was ist das? So cool. Wow. Wer ratet da, wer? Well. Ist das unser Bernsies Brook? Ja. Ja. Und das ist immer hier bei uns in der Stube. Das ist immer da. Ja, sicher. Das ist immer für ihn. Das muss ich immer weiß. Das muss ich auch. Ja, ja, mein auch immer an. Toll, ich weiß auch wieder ein Beistrich oben. Von Isabel haben wir schon ein bisschen etwas erwartet. Sie als Floristin. Und dann sind wir so reingekommen. Und dann sehe ich einfach so ein Hochzeitskleid. Und dann habe ich gedacht, da innen ist wie an einer Hochzeit so schön, die Pflanzen, die grossen Gestecke und so. Einfach wahnsinnig eindrücklich. Isabelle und ihre Freundin Andrea überkommen von all dem in der Küche nichts mit. Der Start bei ihnen ist ein bisschen holprig. Du musst ein bisschen fest. Ich muss mir vor allem noch einstecken. Bei der Kalbsnuss gilt es ernst. Jetzt läuft es rund. Ich mache bouchierte Eier. Und das ist so die sichere Seite. Ich schlage sie hier rein, ich klare sich die Folie, mache es zusammen und das nähe so ins Wasser. Genau, als Ei, dass das schön zusammenbleibt und dass ich die ganz so viel Menge auf einmal machen kann. Isabelle kocht mit Induktion. Also jetzt so anbrötlich und tipptopp. Man sieht es das beste Moment beim Aufschneiden. Ein Ball, das Timing geklappt hat, nicht genug lang anbröteln und genug lang wachhoben. Oder nicht zu lang. Das Fleisch gart jetzt bei 80 Grad, 2 Stunden lang. Zeit, für sich wieder der Vorspeise zu widmen. Hoppla. Dann gehen wir mit zu den Landfrauen, gell? Ja, wie kommst du wieder? Ja, das ist gut. Hoffentlich. Jetzt muss ich dir etwas sagen. Wenn du reingehst, musst du einfach sagen, Frauen zu bestecken, alle auf die Seite. Hallo, hallo! Hallo! Hallo zusammen! Hoi! Geht's euch gut? Wunderbar! Also, schau die Frauen. Vorspeise. Blattsalat! Wir haben Blattsalat mit Spargel. Spargel sind hier vom Dorf, vom Nachbarn. Dann haben wir das pochierte Ei. Wir haben selber Hühner. Und das Ganze ist im Käsekörbchen. Oh! Genau. Dann haben wir Hauptgang. Kartoffelgratin! 100 Punkte. Dampfo, hä? Sehr gut. Kalbsnuss vom eigenen an einer Buttersauce mit Hähnchenfugratin. Genau. Kohlräbli haben wir schon im Garten. Romanesco und Cherrytomaten. Als Gemüsebouquet. Und dann noch das Süße zuletzt. He? Ah! Eine Himbeer-Joghurt-Torte mit Himbeerglasse und Merenke. Und die Himbeere sind von unserem Nachbarn. Wir gehen dort, dürfen wir oben selber ablesen. Und zum Teil haben wir schon im Garten. Da sind wir schon die ersten ablesen. Dann wünsche ich euch. Habt es gut, genießt es und bis gleich. Bis nachher. Okay. Tschüss. Buschiert ist doch, wenn es ins Wasser, oder? Ja, genau. Es ist schon mal noch schwierig. Es buschiert es einfach. Ja, glaube ich, ja. Muss doch stimmen, wie schnell. Die Eierpäckchen schwimmen 5 Minuten im siedenden Wasser. Das Köpfchen kommt schon. Gut, rausnehmen. Oh, Messi. Wenn ich mir so. Ja. Hast du das schnell rausnehmen? Ja. Wir brauchen hier. Weißt du, ich will, dass die Spitzchen nicht abbrechen. Mhm.
Soll ich kommen? Ja. Ist fertig, also kommen. Sie können warten, weißt du. Ich würde die Pause nehmen und schauen, wie es ist. Das, theoretisch könnte man das drehen, weißt du. Die ist gerade ganz anders, wenn sie ein bisschen Masse gesehen. Cool bleiben da. Wolltest du die Spatel drauf tun, den Rest? Ja. Dann mache ich hier. Wenn sie jetzt so kommen wie hier, ist tipptopp. Dann kommt es gut. So. Ich komme nicht über den Schätzchen. Dann darfst du die ersten zwei nehmen. Ist gut. Okay. Okay. Schau, das ist so. Also, tschüss, Schneck. Viel Spass. Mach's gut, gell? Und komm wieder. Du, mach ich vorne noch auf. Auch Bügel. Zur Vorspeise gibt es ein Dreierlei vom Blattsalat mit Spargel und einem pochierten Ei im Käskörbli. Ja. Oh, schau mal. Ich bin immer die Erste, die sie bekommt. Ja, ja. Wow. Schön. Sehr schön. Danke vielmals. Käse, das ist mega cool. Das Geschmäckchen. Was Spargel. Käse. Ich wünsche euch Guten. Dankeschön. Hey, Guten mit uns. Sehr. Geniessen. Sehr. Schau mal, das Wachsein. Jeden Gang müssen die Frauen bewerten. Das pochierte Ei macht halt perfekt, dass es vor allem innen schön flüssig ist. Es hat ein wunderschönes dunkles Eigelb gehabt. Und auch die Form selber war sehr schön. Mein Gesicht sieht immer aus wie gehackt. Also, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe es schon manchmal probiert. Ich bringe es nicht hin. Geschmacklich war es fein. Die Spargel hatte mir ein bisschen zu wenig Salz. Ich habe nicht so gerne das Eigelb so flüssig, aber das kann man ja nicht ändern beim pochierten Ei. Hey, nicht schlecht bis jetzt. Eben, einer ist Toast und einer ist das Ei nicht ganz. Ist auch ein Auf also, vielleicht ist das Ei nicht gut gesehen. Oder man hat es nicht gerne, wenn es innen flüssig ist. Oder Portion. Kann auch sein. Ich kann es gerne, gell? Der Herr Töpfelstock hat eine Funktion. Er ist der Kleber für das Gemüsebouquet. Die Isabelle rührt kalte Ankenstückchen in die heiße Soße. Ja, jetzt hier die Soße, das ist ein wichtiger Bestandteil. Und das Fleisch. Also, wenn das nicht rosa ist, wenn ich es aufschneide, ja, das tut dann weh. Und der Herr Töpfelstock muss natürlich. Ja, der Stock. Vielleicht ist dann auch ein Stock. Nein, der hat einfach gerade den, muss auch hier einfach. Den werde ich schön ausstechen. Den aber um gut sein, das Fleisch schneiden. Hat einfach gerade den Dauer holen. Jetzt? Ja. Jetzt? Ja. Okay. Ja. Tschüss. Den nehmen wir. Wenn wir zuerst gerade den drauf tun, dann wird am wenigsten. Ja, das letzte Fleisch wird ja. Also, ich decke es schnell, gell? Ist gut? Ja. Ist gut, um das zu verrühren. Mit gerade drauf. Ist gut. Beste Tomate, spielt sich eine Rolle. Chris, kannst du noch schnell das Haushaltspapier rausgeben? Ja. Achtung, Schatz! Ja, tipptopp. Tipptopp. Perfekt. Ich bin zufrieden. Merci. Die Tropfen. Gut. Adja, danke. Tschaußen. Hey. Ja, akkurat. Ja. Super. Okay. Ich hole sie schnell. Passt. Hey, dann Schottland. Zum Hauptgang gibt es Kalbsnuss mit Buttersauce, Herdöpfelgratin, Kohlräbli, Romanesco und Cherrytomaten.
Ruhe am Tisch heisst meistens Gutes. Jetzt haben wir unseren Grattag. Das ist ein Pack. Das Fleisch habe ich zum Beispiel den Hammer gefunden. Da wollte ich einen Nachschlag, weil es wirklich extrem fein war. Und ich liebe so Fleisch. Da kannst du mich immer haben. Der Gratin war gut, es ist ein Herdöpfelgratin, der ist einfach gut, ja, also tipptopp. Und das Gemüse ist auch gut, ja. Bei dieser Buttersauce hast du wirklich den Anker rausgespürt, ja. Aber auch nicht so dominant wie bei der Sauce Hollandaise, wo du jetzt drei Esslöffel nimmst und dann merkst du, es ist der gut. Also man hat es sehr gut so noch, eben noch ein bisschen Sauce gerne über das Fleisch genommen, das war auf ein. Ich muss noch jemand anders her. Weißt du, ich arbeite hier selber über die Hand. Nein, nicht Nerven verlieren. Das wäre doof. Nein, eigentlich habe ich Freude und irgendwie möchte ich es noch fest geniessen. Aber gleich muss ich vorwärts machen wegen der Klasse. Nein, das kommt schon gut. Ja. Schau, das rutscht schön. Schau, Tada! Eins mit Sorbe. Das sollte nicht verheilen. Sorbe ist extra für Monika. Sie verträgt kalte Nadeln nicht gut. Die Himbeere, gell? Sie ist euch eben. Kugelig? Kugelig rund wie ich. Ja, definitiv bin ich erlöst. Ja, aber positiv. Und ich habe wirklich das Dessert einen schönen Abschluss gesehen. Ich konnte es wirklich noch so ein bisschen geniessen. Und das hat mir gepasst. Jetzt haben wir es geschafft. Zum Dessert gibt es ein Stück Himbeer-Joghurt-Torte und Himbeerglasse auf Meringue. So speziell und nicht verlaufen. Und nicht so mega weich. Oh, vielleicht mit dem gescheiter. Extrem cremig. Also. Super Konsistenz. Es war sehr viel Dessert, sehr feine Dessert. Es war ein riesengroßes Stück Torte. Sie hatten zwar das Gefühl, dass sie heiße nicht kleiner schneiden können, sonst wäre es auch gekannt. Mein Himbeersorbe ist von der Konsistenz her super. Ist nicht verlaufen, also es war ja, perfekt. Geschmacklich hat es für mich den Säurepegel erreicht. In unser Nesthäkchen, wo du denkst, ja, unsere Jüngste ist schon so Vollgas und so, sich so Mühe geben für uns. Wahnsinnig! Das ist einfach etwas fürs Herz auch wieder. Hey, super hast du das gemacht. Fein sein. SRF bei den Leuten Landfrau Küche, die du gesehen hast, den Gang hierher. Der Link hier unten ist für Play SRF und du kannst alle Folgen der letzten Jahre schauen. Und hier unten kannst du unseren Kanal abonnieren. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von aus der Region für die Region.